Also um Bilder zu sammeln, wir haben Internet gestartet, gell? Wir haben geschrieben, was wir wollen. Porletza zum Beispiel. Genau. Porletza. Schubs. Und jetzt, wichtig ist, normalerweise, wir suchen nach Text. Und dann Bilder. Bilder, genau, super. Aha, okay. Dann Bilder, ich suche. Das hätte ich gern. Das Bild anklicken. Also, das und das hätte ich gern. Anklicken. Mit. Mit dem Rädchen. Ja. Hm, mit Scroll. Ja. Klick. Ja, aber da geht's. Das aber da passiert nicht. Muss und oben liegen. Ach so, stimmt. Die Inhalte gehen in neue Registerkarte auf. Gell? Ich habe die Hauptliste immer noch, aber die Inhalte sind da. Separat aufgemacht. Und wenn ich das da aufgemacht habe, was haben wir dann später gemacht? Wie haben wir die Bilder gespeichert schon wieder? Doppelklick. Also, rechte Maustaste. Ja. Grafik speichern unter. Oder es kann auch heißen Bild speichern unter, Name geben. Porletza 1. Porletza 2. Und so haben wir Bilder gemacht. Gell? Und wenn fertig ist, Registerkarte schließen, dann haben wir noch andere Begriffe. Okay. Ja, Essen, Hackbraten, Zack, Pack, was auch immer, gell? Oh, wie ging das schon wieder? Genau, wir könnten etwas definieren. Größe anzeigen, Tipp. Größe etc. Da könnten wir verschiedene Sachen auswählen. Gell? Da bei Einstrungen erweiterte Suche könnten wir noch sozusagen Schikanen definieren. Bildformat, da. Ich sehe irgendwie Hochformat nicht. Also da könnten wir noch Optionen definieren. Ich nehme quadratisch, schwarz-weiß und suchen. Gell? Und da habe ich Hackbraten schwarz-weiß. Sehr passend. Sieht gut aus. Okay, dann nehmen wir schwarz-weiß weg. Wir nehmen alle Farben. Und dann sieht das, naja, ein bisschen makaber, aber es geht. Also, zack, zack. Separat aufmachen, rechte Maustaste. Grafik speichern unter. HB1, Hauptbahnhof, und dann HB2, okay. und. Jetzt, wichtig ist, hat mich da gefragt, wo speichern. Ich habe das im Ordner Bilder gespeichert. Das muss ich mir merken. Weil im Word, da wo wir das gemacht haben, da wo wir gesagt haben, ich will im Word arbeiten, via Layout Ausrichtung mache ich Querformat, via Layout Seitenränder machen wir noch benutzerdefinierte Seitenränder, tun wir Seitenränder anpassen, gell? Dann haben wir via Einfügen Tabelle geholt. Und da via, wie haben wir Bilder geholt schon wieder? Position beziehen, einfügen. Genau, stimmt. Jetzt, wo sie das sagen, weiß ich es. Schubs, Eisfoto, einfügen, Bilder.
zweites Foto. Ja, aber die sind nicht gleich gross. Doppelklick. Aha. Breite 10, Enter zum Beispiel. Und jetzt klicke auf das zweite Bild. Und nur F4, gell? Den Schritt wiederholen. Ah, okay. Wie haben wir schon wieder Text hier reingeholt? Ah, einfügen. Ah, natürlich. Natürlich. Da muss ich einfach je nachdem, also Begriff eingeben, Enter und wenn es kommt. Ja, könnten wir. Zack, pack. Okay. Ich habe jetzt kurz Varianten gemacht. Ach so, das haben wir gemacht. Gut, dann Wikipedia kann ich schlüsse. Wir haben noch, glaube ich, Seitenzahlen eingefügt. Das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Dann die Kopfzahl, also Seitenränder. Seitenzahl? Kopfzeile, Fußzeile auf der Seite. Ich nehme es am Rande. Aber wir könnten dort was aufziehen. Sie sind Chefin. Sie machen. Sie können machen, wie sie wollen. Aha. Zack, pack. Mit Escape gehe ich weg. Und das war's. Wenn ich die Preisliste gemacht habe, dann habe ich können sie als Objekt einfügen, Position beziehen, einfügen, Objekt. Wichtig, aus Datei erstellen. Ich habe bereits die Tabelle gemacht, durchsuchen und die Preisliste. Okay. Und jetzt schauen Sie mal, es rutscht mir auf die zweite Seite. So ist das Leben. Manchmal rutscht das halt einfach. Und dann haben wir das Ganze gespeichert. Alles auf dem Computer. Im gewünschten Ordner. Tabelle, Text, Bild, Excel. Speichern als Word. Mit F12 kann ich nein auf Speichern und sage Speichern als PDF. Gleich im Ordner. Und jetzt mit einem guten Gewissen kann ich schließen und